Achtung, Messerstecher, eine ZDF-Reportage. Ich meine, das ist dann auch aus Sicht der Polizei. Da geht es um Messerstecher. Ich weiß nicht, ob sie benennen, wer so mit dem Messer durch die Gegend sticht. Ich glaube auch nicht, dass es über die Dolchstoßlegende geht, sondern über die heutigen Messerstecher. Bin mal gespannt. Das sind doch mittlerweile fast alles Deutsche. Waffenkontrolle. Okay, Messer, irgendwas. 34 Messerangriffe in Deutschland pro Tag. Ein Messer ist eine Waffe. 34 Messerangriffe pro Tag. Also Angriffe bedeutet, es geht schon über die Bedrohung hinaus. Nicht nur Puls raus und bedrohe, sondern ich greife damit auch aktiv an, nehme ich an. Also kommen die Bedrohungen ja noch on top. Weil gerade bei How I Met Your Messer wird es ja schon geteilt, ne? In Bedrohung und in Angriff. Angriff bedeutet dann auch Verletzte wahrscheinlich. Ich habe dir ein witziges Meme dazu geschickt. Ich sehe Also darauf poker ich. Na und? Deutsche machen das auch. Seht ihr? Das ist gut. Da, ja, oder? Das ist Darauf richtig gut. poche ich, ja. Ja. Waffe, die in einem Bruchteil einer Sekunde Leben verändert. Es kann überall passieren, auch im Fitnessstudio. Ich habe das Messer in seinen Händen entdeckt und da war das Messer eigentlich dann auch schon in meinem Körper. Viele Jugendliche gehen nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus. Der eine hat einen Totschläger, der andere hat vielleicht ein Rambo-Messer dabei. Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet. Hier wurde ein 22-jähriger Mann Opfer einer Messerattacke. Yassin Güler ist durch einen Stich beinahe ums Leben gekommen. Der Geschichtsstudent ist in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios, als er aus. Kannst nicht mal mehr ins Fitnessstudio gehen, ne? Was? Aber wie passiert diese Situation? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt mit Sicherheit im Vorfeld irgendeinen Disput. Ob das schon länger dauert oder ob das spontan ist, keine Ahnung. Ich meine, was haben die alle im Fitnessstudio dabei? Ich habe manchmal nicht mal, ich habe ja manchmal Hausschuhe an, wenn ich da hingehe. Vielleicht hat sich einer gerade rasiert in der Dusche oder so. Wer weiß. Der Dusche plötzlich Hilferufe hört. Ja, die Schreie waren erschüttert und So, er war unbeteiligt. Es hat jemand Hilfe gerufen, er hat Zivilcourage leisten wollen, ne? Ja. Das finde ich halt auch traurig. Viel zu viele Leute schrecken davor zurück, Zivilcourage zu zeigen und zu helfen. Und das ist halt richtig schlimm, Ja, ne? aber wenn du deswegen halt auch abgestochen Genau. wirst, würde ich es mir auch zweimal überlegen. War dreimal. Dementsprechend bin ich dann dorthin geeilt, habe versucht zu helfen, kam aber gar nicht erst so weit, denn der Täter rannte mir entgegen und stach mir dann auch innerhalb von Millisekunden das Messer in die rechte Seite. Der Einstich ist 7 Zentimeter tief. Die Klinge trifft Arterien, die Niere und den Darm. Eine Sanitä Ah. Das Schlimme ist ja, also wenn du dich jetzt Ja. irgendwie verletzt und irgendwas dringt in deinen Körper ein, darfst du es ja nicht rausziehen, weil wenn du es rausziehst, in dem Moment fängt es ja an zu bluten. Wenn es drinsteckt, dann sind die Blutgefäße ja noch verschlossen. Ja. Und so ein Messer. Wenn du das, also der Typ mit Sicherheit lässt er das Messer ja nicht stecken. Der zieht es wieder raus Ja, und rennt eben. weiter. Ja, klar. Ja. Und dann ist er erst schlimm. Und wenn dann keine erste Hilfe kommt, je nachdem, wo der Stich ist, ist dann nämlich ganz Ja. schön. Du bist schnell tot, ja. Da kann man sehr viel Täterin. Blut verlieren Ja. in so einer Arterie. Du merkst es gar nicht, weil ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt. So ein Messerstich, der geht ja wieder zu. Also die Haut geht wieder zu. Und Blut ist halt nach innen. Du merkst es gar nicht gleich. Ah, oh. Die privat im Studio trainiert, hält ihn am Leben. Ich habe 5 bis 6 Liter Blut vor Ort verloren und dann ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, das glaube ich aber auch nicht. 5 bis 6 Liter Blut ist Fünf? jeder Wie Mensch. viel Blut hat man? 6, dachte ich. Ja. 5 bis 7, oder? Je nach Frau, Mann, der ist relativ klein. Ich glaube, Man dass der. braucht doch mindestens 3 Liter noch zum Ja, Leben. das ist übertrieben. Ja, ich glaube auch. I call Bullshit. Dass man das eine Stunde lang ohne Transfusion überlebt, sehr gering. Aber ich habe es geschafft. Die junge Dame hat mich wachgehalten. Die hat mich versucht, mit Witzen ja, bei Laune zu halten. Und ich glaube, dass ich ohne sie heute hier nicht mehr sitzen würde. Ich glaube, da hat irgendjemand erste Hilfe geleistet und hat ihm da ganz schön was in die Wunde reingestopft, dass es aufhört zu bluten. Und sie hat ihn Ja. vielleicht bei Laune gehalten. Aber einfach nur mit Möglich, ja. Zureden. Naja. Eher nicht, ne? Der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen.
Im April 2023 sticht ein Mann in diesem Fitnessstudio in Duisburg insgesamt 4 Personen nieder. Der Täter kann zunächst fliehen, wird später anhand von Bildern einer Überwachungskamera identifiziert. Es ist ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien. Nach seiner Festnahme ergeben die Ermittlungen, dass er bereits eine Woche zuvor eine Person mit 28 Messerstichen getötet hat. Was? 28? Überleg dir das mal, wie sauer du auf jemanden sein musst. 28 ja, mal noch wie muss man jemanden hassen? Also ich habe ja noch nie im Leben jemanden geschlagen. Das ist einfach unvorstellbar. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. So viel Hass kann man noch gar nicht empfinden. Aber das ist vor allem ist er dann eine fremde Person, die kannten den ja nicht. Das geht ja erst recht nicht. Tötet hat. Zur Herkunft von Messerstraftätern gibt es bundesweit keine einheitlichen Zahlen. In Nordrhein-Westfalen aber... Warum gibt es bundesweit keine einheitlichen Zahlen? Das ist vielleicht Ländersache. Weil es nicht erhoben wird. Aha. Es ist eigentlich ja, vielleicht mal interessant, oder? Wenn es so oft in den Schlagzeilen ist. Du kannst doch heute alles in Statistiken abbilden. PKS, Sicherheit. Muss man halt mal die Polizei dafür schulen oder überhaupt die technische Möglichkeit dafür schaffen, dann kann man das schon erfassen. Ja, möchte man halt nicht. Genau. Aus Gründen. Da gab es 2022 fast 4000 Tatverdächtige. Also 4000 Tatverdächtige. Davon 44% keine deutschen Staatsangehörigen. Und wir haben 14% Ausländeranteil. Also und wenn du dann noch denkst, ne, unser Meme von gerade, dass es auch viele Ausländer gibt mit deutscher Staatsangehörigkeit. Was kommt denn noch dazu? Ja. Die deutsche Staatsbürgerschaft schon haben oder Doppelstaatler. Die zählen alle nicht dazu. 44% davon. Und das ist ja nur NRW, ne? Ich gerade. Das ist nur NRW, das ist nicht Deutschland. Ja. Hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Yasin Güler sieht den Täter Monate später vor Gericht wieder. Ein Islamist, der seine Verbrechen mit religiösen Motiven begründet. Die Opfer hat er wahllos ausgewählt. Er zeigt keinerlei Reue. Ich hab. Was macht man mit so jemandem? Lebenslang wegsperren. Ja, anders geht's nicht. Eigentlich in so einen Gulag. Harte körperliche Arbeit. Wenig Freizeit. Dass die Gedanken gar nicht abdriften. Ihm regelmäßig in die Augen geschaut, aber man sieht nichts in seinen Augen. Also das war eine arme Seele. Und ich glaube, man darf sich jetzt nicht von seinem Hass kontrollieren lassen, weil das einem auch selber nicht gut tut. Dabei hätte Yasin allen Grund zu hassen. Nach der Attacke liegt er 8 Wochen auf der Intensivstation, wird 10-mal operiert. Es geht um Leben und Tod. Bis heute kämpft er mit den Folgen. Yasin trainiert regelmäßig seine Lunge. Seine beiden Nieren funktionieren nicht mehr. Wenn er 10-mal operiert wurde, hat er bis heute noch Einschränkungen. Ja. Sein ganzes Leben lang wird er Einschränkungen haben. Ja. Weiß gar nicht, wie man da noch so nachsichtig sein kann und sagen kann, das ist eine Seele. Ich wäre so wütend. Gut, was bringt dir die Wut? Das bringt dir leider nichts. Ich glaube, du bist dann irgendwann auch drüber hinweg. Ja. Also die Wut an sich. Aber sich halt gegen, also dafür einsetzen, dass sowas nicht wieder passiert. Ja. Kannst aber auch, wie die Eltern damals in Freiburg, von der Ladenburger, kannst auch eine Stiftung dafür machen. Das auch, also. Ja, stimmt, einmal mutig, lebenslang im Arsch. Echt bedauernswert. Also, der tut mir jetzt schon echt leid. Ja, da fragt man sich dann halt auch, also frage ich mich eigentlich gar nicht mehr, warum es so wenig Zivilcourage gibt. Ja. Weil du bist immer der Angelackmeierde. 3-mal in der Woche muss er zur Dialyse. Oha. Ach, der hat Nierenschaden davon getragen. Weißt du, wie schlimm es ist, wenn man 3-mal in der Woche zur Dialyse muss? Ja. Du hast kein Leben mehr, weil die dauert dann auch 5 Stunden. Genau, du kannst nicht einfach mal in den Urlaub gehen. Ja. Du kannst vielleicht für 4 Tage weggehen, maximal, und das war's. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Vor der Tat war er durchtrainiert mit Sixpack. Doch ob er jemals wieder so aussehen wird, ist ungewiss. Ich kann kaum Sport treiben. Ich habe Probleme mit dem aufrechten Gang. Ich habe Probleme mit der Stabilität. Ich kann nicht richtig auf Toilette gehen, da ich ja den künstlichen Darmausgang noch habe. Seine Zeit verbringt er vor allem mit Videospielen. Hierbei reagiert er sich ab. Ist das, wie heißt es, Fortnite? Fortnite, ja. Ja, Fortnite ist halt, ja. Aber es hat ihn ja wirklich richtig. Ja.
ist nicht so meins, ich bin eher der PUBG-Spieler. Das stimmt, das sagt ja. Aber ja, also es hat ja richtig viel davon getragen. Also Nieren, künstlicher Darmausgang. Ist das echt, was du so im Beutel dann ständig leeren musst? Ja. Ach du Scheiße. Der Hamburger Hauptbahnhof. Seit Oktober letzten Jahres gilt hier ein strenges Waffenverbot. Was bringt ein Waffenverbot? Ja, dann, also wäre in einem Fitnessstudio ein Waffenverbot gewesen, wäre es natürlich anders ausgegangen. Ja. So lächerlich. Hauptkommissar Martin Borak beobachtet, dass immer häufiger Messer mitgeführt werden. In dem Fall ist es ein ganz normales Multimesser. Auch diese Messer können aber rein theoretisch trotz der Kürze der Klingenlänge dazu eingesetzt werden, andere Menschen zu verletzen. Das kommt auch immer wieder vor. Laut Bundeskriminalamt gab es 2022 12.355 Messerangriffe. Die dunkelste. Also wir hatten in NRW 4.000 und jetzt haben wir in ganz Deutschland 12.000. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja, und wenn das so stimmt, dann NRW. Dann meidet NRW. NRW ist für ein Viertel der Messerstraftaten zuständig. Die Ziffer dürfte höher sein, denn die genannte Zahl umfasst nicht alle Delikte. Die aufgereihten Messer sind nur eine kleine Auswahl. Sie wurden innerhalb von 24 Stunden bei Kontrollen rund um den Bahnhof sichergestellt. Jedes Messer ist gefährlich, weil im falschen Rippenbogen durchgedrückt, an eine Halsschlagader reingedrückt am Hals. Das ist so ein kleines Stück, was man braucht, um die Halsschlagader zu verletzen. Also von daher gibt es kein gefährlich oder nicht gefährlich. Aber dieses große Messer birgt nicht viel mehr Gefahr als das kleine Messer, wenn es unverhofft von der Seite kommt. Heute gehen Barok und seine Kollegen wieder auf Messerjagd. Der erfahrene Einsatzleiter brieft sein Team. Insgesamt 20 Beamtinnen und Beamte werden heute die Kontrollen durchführen. Ihr kennt das Gebiet, ihr kennt unsere Klientel hier und ich möchte bitten, dass da auch niedrigschwellig eingeschritten wird, immer unter Vorgabe dessen, was das Recht hergibt. Es ist kurz nach 14 Uhr. Die Polizeihauptkommissare Marc Drews und Christian Zietz sind unterwegs in ihrem Revier. Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone. Klingenlänge Messer ab 4 cm oder bis von 4 cm aufwärts ist verboten. Reitstoffsprühgeräte, Schusswaffen. Aber wie kriegen die das raus? Können die einfach jeden durchsuchen, oder? Wahrscheinlich, oder? Die halt verdächtig aussehen. Ich hätte mal gerne eine Beschreibung der Klientel. Mal schauen, ob da noch was kommt. Alles nicht erlaubt. Schon nach wenigen Metern fällt ihnen eine verdächtige Person auf. War das im Zusammenhang mit dem Kioskbesuch oder hat er uns tatsächlich bewusst wahrgenommen und ist dann... Der hat uns bewusst wahrgenommen. Offensichtlich fühlt sich der Mann von den Polizisten beobachtet. Verschwindet schnell in einen nahegelegenen Kiosk. Hier rein? Ja, der ist hier rein, ja. Der mit der schwarzen Kapuze in dem Rucksack. Ist noch drin im Kiosk. Gucken gleich, wenn er rauskommt. Konspiratives Verhalten hat uns gesichtet und ist dann ganz gezielt direkt abgebogen. Ein Bekannter, oder? Nee, mir persönlich zumindest nicht. Mir auch noch nicht. Mal gucken. Da gibt's auch noch Bekannte. Ja, aber gleichen. Der doch jeder Polizist, oder? Sind immer die gleichen, die da rumlungern, oder was? Die gibt's doch überall, oder? Ja, gut. Schon. Ja, bestimmt. Die Beamten entscheiden sich zu warten, bis der Verdächtige den Kiosk verlässt. Die Polizei, guten Tag. Hallo. Hallo, ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen. Eine Personenkontrolle. Can I have a look inside here? Ja, ja, schon. Ja, okay, da brauche ich mal auch nicht mal schwätzen, wenn die anfangen, Englisch zu reden. Ich habe mich verschluckt, ja. Hier schreibt jemand, genau in so einem Land möchte ich leben, wo ich von der Polizei belästigt werde, wenn ich ein Taschenmesser dabei habe. Ich glaube, du bist nicht Zielgruppe dessen. Ich glaube auch nicht, dass die Frauen und Kinder durchsuchen. Ja, ich glaube schon, ne? Ach nee. Ja, okay. Also, ist dann ein Taschenmesser überhaupt dabei und eine Messerverbotszone? Also, wenn ich jetzt halt so ein Multitool dabei habe, darf ich auch nicht. Nee. Bedeutet, ich fahre jetzt hier aus meinem Kaff nach Hamburg an einen Bahnhof und habe ein Taschenmesser in der Tasche und bin ich auch dabei, oder wie? Ich denke schon, ja. Dumm. Richtig dumm, sowas. Ja, schon. Verbietest quasi den legalen Besitz von Dingen nur, um irgendwas entgegenzuwirken. Aber die Dreckspatzen machen doch trotzdem, was sie wollen. Also das bringt gar nichts. Verbieten es ja nicht. Du könntest ja den Ort meiden. Ja.
you got anything in here, identity cards, no. Something else, would you not allow? Just leave your hands outside. If you got anything with you, would you not allow to have? Mm-hmm. Weapons, drugs, no. Something else? I only have weed. Weed? Yeah, well, tell me, just tell me what. Von wann ist die Reportage? Schon einen Monat alt, da war es noch illegal. Oh shit. Shit. Yeah? Yep, small, I think it's here. Inside, there. Okay. So, you're not allowed to have weed. Personenkontrollen wie diese sind immer eine brenzlige Situation. Denn ein Messer ist schnell gezückt. Gerade was Messerangriffe angeht, ist es natürlich schwierig, aus einer kurzen Distanz das Ganze abzuwenden. Die ist beim Messer 7 Meter und das ist halt unrealistisch und unpragmatisch. Die Beamten finden bei dem Mann einige Gramm Marihuana. Waffen hat er nicht dabei. Er bekommt für heute ein Aufenthaltsverbot. Ja, ist schon ein bisschen lächerlich, ja. Aber das mit den 7 Metern, das ist ja, wenn bei besten Bestimmungen, ne? Ja, also, aber wo kann man das denn einhalten? Nirgends. So, du kennst weit ist ja, der weg? 30 Zentimeter. Du kennst ja auch diesen persönlichen Freiraum, also da, wenn du quasi auf jemanden zuläufst, wo du dann einfach stehen bleiben würdest, weil es zu nah ist. Das sind keine 7 Meter, das sind vielleicht 2 Meter. Ja, maximal. Also je nach Person vielleicht mehr. Alles Weitere entscheidet die Staatsanwaltschaft. Der Hamburger Hauptbahnhof. Mehr als 500.000 Besucher und Reisende nutzen ihn täglich. Der ganze Bereich gilt als Brennpunkt der Kriminalität. Ich habe den Eindruck, dass die Hemmschwelle deutlich gesunken ist. Es nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern es auch zu benutzen. Und dass auch mittlerweile auch viele jüngere Menschen der Meinung sind, dass wenn sie ein Messer tragen, dass sie das benutzen können zu ihrer Verteidigung. Was für junge Menschen denn? Und, erzähl doch mal. Seht doch mal. Ist das vielleicht der, weiß nicht, der Harald oder Günther? Also so ein Messer ist schon ziemlich dumm, wie auch eigentlich ein Pfeffer. Eigentlich jede Waffe mitzunehmen ist ziemlich dumm, weil es kann dir auch einfach weggenommen werden und gegen dich verwendet werden. Gegen, genau. Ja. Aber vielleicht kommt ja noch, was für eine Klientel es ist. Wir wissen alle, es ist eine Gewaltspirale, die sich nach oben dreht. Wenn der eine ein Messer hat, hat der andere vielleicht auch ein Messer, dann benutzen es beide. Wie gefährlich der Einsatz von Messern sein kann, erleben die Beamten fast jeden Tag. Es ist Samstagabend, kurz nach 19 Uhr. Sozialarbeiter Mashud Khan ist zusammen mit seinem Kollegen Ahmed Nassar nach Harburg unterwegs. Ein Stadtteil im Süden der Stadt, der immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Harburg ist in den letzten Jahren immer wieder durch Messerattacken aufgefallen. Wir haben einige Menschen verloren, innerhalb ein Jahr sogar in Harburg, mit mehreren Messerangriffen. Mashud Khan ist so... Machst du einen Sozialarbeiter eigentlich? Er läuft rum, guckt, dass die auf der Straße sitzen, denen gut geht, führt mal ein paar Gespräche. So stelle ich mir das vor. Also keine wirkliche Arbeit. Sozialarbeiter, hat selbst einen kriminellen Background. Als 14-Jähriger wird er zum ersten Mal verhaftet. Raubüberfälle, Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung. Ein ehemaliger Intensivtäter, der sich jetzt um die Kids auf der Straße kümmert. Was geht? Und da kommen wir doch unserer Klientel schon ein bisschen näher. Ein ehemaliger Intensivtäter, der Mammut. Ja. Ich glaube sogar auch, dass eher solche Leute noch irgendwie wen erreichen können. Am ehesten noch, ja. Aber die gibt es halt so selten. So ehemalige Straftäter, die sich jetzt gebessert haben, die rehabilitiert sind. Schwierig. Komm mal her. Was geht? Alles gut? Wie geht's dir? Sozialarbeiter Mashud ist verabredet. Er sucht regelmäßig Kontakt zu den Jugendlichen hier im Viertel. Um nicht erkannt zu werden, haben sich die jungen Männer maskiert. Einer von ihnen kommt gerade aus dem Gefängnis. So, wie lange bist du schon raus jetzt? 3 Wochen. Wie fühlst du dich? Ganz gut, eigentlich, ne? Ja. Wie alt ist der? Der war bestimmt im Jugendknast, 17 oder so. Oder? Also ich meine, wenn jemand aus dem Knast rauskommt und jemand fragt, wie fühlst du dich, dann ist er ja auch länger als 4 Wochen da drin gewesen, ne? Ich weiß nicht. Was? Ja, wenn ich sowas schon sehe, dann würde ich einen weiten Bogen machen. Raus, Freiheit wieder. Das heißt, du willst auch nicht wieder rein? Natürlich nicht. Das heißt... 2,5 Jahre saß der 19-Jährige wegen schweren Raubs im Gefängnis.
Also schwerer Raub mit Waffe, glaube ich. War das? Okay, aber 19 ist dann auch schon Erwachsenenstrafrecht, oder? Heranwachsender. Wenn er jetzt 19 ist, war er ja damals minderjährig. Oh, ja, stimmt. Ja. Oh, das war dann aber schon krass. Okay. Dann war es krasses, ja. Sonst wärst du nicht 2,5 Jahre als Jugendlicher. Ja. Beziehungsweise, das, wenn sich das dann ja auch anhäuft, kommst du dann nicht beim ersten Mal Scheiße bauen, so lange im Knast. Ja, und alle haben so Markensachen, ja. Ja, genau. Niedriger, Calvin Klein. Wichtig. Für viele junge Männer hier ist Gewalt alltäglich. Unterwegs, auf der Straße, sind sie oft bewaffnet. Messer? Du hast jetzt keins dabei? Nein, eigentlich jetzt gar nicht. Normalerweise schon? Normalerweise schon. Also je nachdem, man weiß halt, wie es in der Gegend ist. Es ist manchmal heiß, manchmal wird jemand abgestochen. Und dann nimmt man vor sich halt mal ein Messer mit, um sich halt selber mal irgendwie zu wehren, wenn das brenzlig wird. Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt nicht hier wären, hättest du normalerweise ein Messer dabei? Eigentlich schon, ja. In seinem Alltag auf der Straße beobachtet der 35-jährige Sozialarbeiter, dass viele hier ein Messer dabei haben. Seiner Meinung nach sind es überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Aha. Da haben wir es doch. Dankeschön, ja, endlich. Also ich würde auch sagen, ich glaube, der Anteil der Frauen mit Messer ist so unter 5%. Und ich glaube, hätten wir so Frauen in der Gesellschaft, wird es kaum Messerstechereien geben. Da wird es dann eher Giftattacken geben und so. Aber Messer ist ja die Waffe des Mannes. Ja, schon. Das ist aber auch ein guter Punkt hier. Der ist in Deutschland groß geworden, so gut wie er spricht. Und trotzdem hat er es nicht geschafft, sich zu integrieren. Ja. Welcher jetzt? Der Sozialarbeiter? Alle. Tja, also sie sind zumindest schon einige Jahre da. Ja, ganz toll. Ja. Zu seiner Meinung nach, ja, das ist einfach nur die Bestätigung, die wir alle haben. Die Meinung. Ja. Wenigstens sagt's mal einer. Kurz vor 6 Uhr morgens. Das Seehaus in Leonberg. Eine Einrichtung des Jugendstrafvollzugs. Ein Gefängnis ohne Mauern, ohne Gitter. Zurzeit sind hier 15 jugendliche Intensivtäter in 3 betreuten Wohngemeinschaften untergebracht. Einer von ihnen ist Erim. Nach einem Messerangriff verurteilt zu 5,5 Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Also wir haben hier strikt strukturierten Tagesablauf. Jeder hat am Anfang im See auch seine Schwierigkeiten, kommt nicht so schnell voran. Aber wenn du mal den Rhythmus drin hast und die Struktur drin hast, dann läuft eigentlich alles glatt. 2 Jahre war Erim im regulären Jugendstrafvollzug. Seit 10 Monaten ist er im Seehaus. Das Konzept: Die Jugendlichen leben hier mit Betreuern familienähnlich zusammen. Das soll Halt und Orientierung geben. Nele Gratzky studiert. Würdest du das freiwillig tun? Ich wollte gerade sagen, die 2 Mädels sehen aus, als ob die Betreuer wären, oder? Ja. Das Lieschen Müller und die Nathalie. Schieß mich tot. So sehen sie aus. Ja, ja. Ja, gar nicht. Aber du siehst ja an der Brille schon, wie die eingestellt sind. Ja, ja. Ich glaube, wenn du anders aussehen würdest, könntest du den Job auch nicht machen. Ja. Oh mein Gott. Ja. Also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Also, nee. Wie hieß das, das Haus? Seehaus. Seehaus. Glaube ich. Kommst du mal gucken? Seehaus, Straftaten. Leonberg, ne? Leon. Ich will jetzt nichts. Spontan. Da gibt es mit Sicherheit eine Arsch von Straftaten da drin, oder nicht? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber das werden die ja so nicht so öffentlich stellen. Wahrscheinlich. Studiert soziale Arbeit. Die 22-Jährige hilft mit einer Kollegin, den Alltag der jugendlichen Straftäter zu organisieren. Also, wir wissen über deren Straftaten Bescheid und ich finde, bevor man den Jugendlichen kennt... Guck mal, was da steht. Studiert soziale Arbeit. Ah ja, die Nele, die genau. Nathalie, sondern die Nele. Schön. Und ist es oft, da schluckt man schon. Also auch als ich seine Tat natürlich gehört habe, war das am Anfang, liest du das und denkst, boah, krass, das, was ist das für ein Mensch? Erims Biografie ist die vieler Straftäter. Der Vater gewalttätig, Trennung der Eltern, Schulverweise, Schlägereien. Seine Kindheit und Jugend verbringt er mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern in Frauenhäusern. Bis kurz vor seinem... Ja, siehst du, da fängst du dann halt an, ne? Ja. Also... Ich habe dir mal die Seite von dem Seehaus geschickt. Da gibt es einen
Tagesablauf, Wochenplan. Aber steht jetzt auch nicht drin, was da für Leute sind. Ganz unten gibt es so einen Wochenablauf. Müssen auch schon joggen gehen und alles. Und es gibt einen harten Tagesplan. Für jeden Tag. Sogar für Sonntag. Ganz unten ist noch der Tagesplan verlinkt. Okay. Also ist schon nicht verkehrt. Ne? Also man sagt ja, wenn solche Leute dann auch feste Abläufe haben. Ja. Ich weiß nicht, also bei Jugendlichen kannst du ja auch noch mal ein bisschen durchkommen, vielleicht hinsichtlich einer Resozialisierung. Ja. Da ist noch nicht alles zu spät. Also ich verstehe das schon, dass man da anders handhabt. Aber irgendwo ist halt auch noch die Sühne nicht da, ne? Der Mensch lebt quasi sein Leben einfach weiter ohne. Ja, der andere muss jetzt dreimal die Woche zur Dialyse und hat einen künstlichen Darmausgang und ich gehe ins Seehaus und ne, schön. Also da finde ich die Waage nicht, die ist nicht da. Aber so wie ich es verstanden habe, gibt es neben diesem Seehaus Leonberg Jugendstrafvollzug auch ein Seehaus Leipzig mit normalem Strafvollzug. Ich meine, der ist jetzt 5,5 Jahre verurteilt. Der hat mit Sicherheit was Ähnliches gemacht wie der andere mit 2,5. Da steht es auch nochmal, das Problem ist die gefährliche Naivität, die dann nach hinten losgeht. Und wenn es nach hinten losgeht, dann werden sie Feministen. Weil Männer und Patriarchat. Geil. Ja. Ja, gibt keinen dazwischen, gell? In seiner Tat lebt Erim in einem Internat. Der Auslöser damals? Ein Streit unter Jugendlichen. Verletztes Ehrgefühl. Es ging mir nur darum, dass jemand schlecht hinter mir geredet hat. Und da war ich schon auf 180 und ich weiß nicht, was mit mir in dieser Phase los war. Ich glaube, da könnte jeder kommen können und hätte zu mir Hurensohn oder was weiß ich was gesagt und ich hätte ihn abgestochen. Mehrfach sticht der damals 16-Jährige auf sein Opfer ein. Erim liest aus einer Gerichtsakte vor. Eine ca. 2 cm tiefe Stichverletzung am rechten Brustkorb, das Herz nur knapp verfehlte. Eine ca. 1,7 cm lange und 1,5 cm tiefe Stichverletzung im Bereich des linken Nackens, die tief in die Muskulatur reichte und zu Einblutungen in den Nacken gestochen. So. Das hat mehrfach eingestochen, ja. Ja, das war ja eine lange Liste, das waren ja mindestens 10. In den Nacken? Also, da willst du jemanden umbringen, was ist das für ein Winkel, weißt du? Da kommst du ja von oben. Mhm. Ja. Ja, wo ist der Vater, ne? Der war nicht da. Ich weiß nicht mal, ob das bei denen so viel bringen würde, wenn er ein Vater ist. Ja, letztes Ehrgefühl, typisch deutsches Kulturproblem. Wenn ich überlege, was der die ganzen deutschen Kartoffeln über sich ergehen lassen. Wenn die alle ein verletztes Ehrgefühl hätten, wären schon alle hier in Deutschland abgestochen. Ja. Muskulatur führte. Wenn du das jetzt auch so durchliest, was geht dir da durch den Kopf? Ich habe ja auch Bilder dazu gehabt und habe auch die Bilder gesehen. Und vor allem jetzt, gerade wenn man die Nachrichten liest, was alles abgeht und was man davon erzählt. Hast du gesehen, das war auch Jugendstrafrecht. 5,5 Jahre. Ja, aber 16. Mit 16, überleg das mal. Was habe ich mit 16 gemacht? Erzählungen hört, was anderen passiert sind, dann denke ich mir, ey krass, wie kann man sowas überhaupt machen? So, das ist doch nicht menschlich, jemanden so zu verletzen, abzustechen und was weiß ich was. Und dann überlege ich mir, ey, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann denke ich mir schon, Alter, du warst echt dumm und wie konntest du sowas übers Herz bringen? Mhm. Diese fehlende Impulskontrolle, glaube ich. Ja, brutal, ne? Da musst du nur wirklich dem Fahren, von jetzt auf nachher fahren die aus der Haut, drehen komplett durch und danach ist auch wieder okay. Aber das ist einfach so impulsiv. Ist bestimmt auch irgendwie in den Genen verankert. Kannst du impulsiv sein, aber es gibt immer diese eine Grenze. Also, ich weiß nicht, was unmenschlicher ist, als einen anderen Menschen umbringen zu wollen, gibt's doch nicht. Ich meine, ich reg mich auch manchmal extrem auf. Was mache ich dann? Dann beleidige ich halt noch maximal. Ja, maximal. Ja. Und was hat sich denn jetzt geändert, also dass er nicht wieder so aus der Haut fährt, wenn irgendwas ist, ne? Weißt du ja nicht, wenn er in der Situation dann ist. Einmal tickende Zeitbombe immer. Ja. Ja genau, er sagt das, was sein Pflichtverteidiger ihm geraten hat zu sagen. Was Messer anrichten können, das weiß auch Maximilian Pollux. Als Jugendlicher war er kriminell, nutzte für seine Straftaten auch Messer. Ein Messer ist eine Waffe, die in einem Bruchteil einer Sekunde Leben verändert.
Und das ist tatsächlich diese Bewegung, eine einzige Bewegung. Die meisten Messerstecher, die ich kenne, 99,99%, würden diese Tat ungeschehen machen. Ein Messer ist auf jeden Fall ein Ticket ins Gefängnis. Nach einer zweijährigen Flucht durch Europa saß Pollux lange Jahre im Knast. Heute arbeitet der 40-Jährige als Anti-Gewalt-Trainer und gibt Kurse an Schulen. Bei YouTube will er Jugendliche aufklären. Auf diesem Channel reden wir über meine Erlebnisse von 10 Jahren Haft. Heute ist er an der Wilhelm-Leuschner-Gesamtschule in Mainz-Kostheim. Der Klassenlehrer hat ihn eingeladen. Er soll vor der CNC sprechen. Ich war selber im Gefängnis, fast 10 Jahre lang am Stück. Also ihr seid jetzt eine 10. Klasse. Ich finde es immer schwer zu erklären, was heißt. Wie alt ist er? Anfang 30, oder? Ende 40. 30? Oder 40? Ich meine, der hat gesagt 40. Dann hat er quasi seine ganze Zeit im Leben im Knast verbracht. Ja. So ab Anfang 20 bis Mitte 30. Geil. Das heißt 10 Jahre Gefängnis. Aber ihr könnt euch vorstellen, von der ersten Klasse bis jetzt, diese ganze Zeit war ich im Gefängnis. Es ist ganz still, als Maximilian Pollux eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt, bei dem ein Streit zwischen zwei Mädchen völlig eskalierte. Das eine Mädchen schubst die andere und die rutscht ein bisschen aus und fällt aufs Knie und schürft sich halt die Hose auf. Und die waren beide ein bisschen betrunken. Und jetzt sagt das Mädchen, das hingefallen ist, ich bring dich um, du Hure, du hast meine Hose dreckig gemacht. Das ist halt voll der Grund, jemanden umzubringen, ne? Wenn ich heute in Nachrichten sehe, wegen was schon Mädchen, andere Mädchen niedergestochen haben, ja, wundert es mich nicht. Das regt mich aber auch ein bisschen auf, dass Ex-Straftäter eine Karriere ist. Also, ja, ich finde es cool, weil der scheint ja schon an die Jugendlichen dann ranzukommen irgendwo. Aber kann diese Geschichte nicht auch ein Dritter erzählen? Ich weiß nicht, ich fürchte nein. Der hat halt die Autorität. Für solche Leute, weißt du, wie ich meine? Ja, aber dennoch, ich finde es nicht gut, wenn man den Leuten dann so eine Bühne bietet. Gut, der war 10 Jahre im Knast und hat seine Strafe eigentlich abgesessen, aber so ein Geschmäckle bleibt halt immer da. Ich glaube, es ist nicht mal wichtig, dass das auch ein Straftäter ist, sondern dass es halt eine Respektsperson ist. Also ich meine, es hat ja trotzdem anderes Gewicht, wenn jetzt, keine Ahnung, Anton Hofreiter dir sowas erzählt oder ein Carsten Stahl. Ja. Ja. Und zieht ein Messer und sticht dem anderen Mädchen einmal in die Brust. Und das Mädchen, das den Messerstich abbekommen hat, fällt hin und stirbt. Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie schnell vermeintlich harmlose Streitereien völlig eskalieren können. Fast die Hälfte von ihnen hatte schon Kontakt mit Messern. Jetzt würde ich gerne ein kurzes Rollenspiel machen. Dafür bräuchte ich einen oder eine, die vielleicht selber glaubt, ja, aber wenn ich ein Messer hätte, könnte ich mich damit verteidigen. Das hat auch dieser Aberglaube, ne? Was machst du denn mit dem Messer? Also ich meine, selbst geschulte Kampfsportler, die mit Messer üben, sind da wehrlos. Ja, nee. Also wenn der andere eh schon ein Messer zieht, einfach auf der Stelle kehrt machen, wegrennen, schreien. Ja. Lukas macht das Spiel mit. Dann würde ich mal sagen, das ist dein Messer. Also jetzt spielen wir so ein bisschen die klassische Situation, vor der die Leute Angst haben, wenn sie sich denken, ich sollte ein Messer dabei haben. Lukas ist mit einem Stück Kreide bewaffnet. Fuck, oh, er hat ein Messer. Oh. Jetzt soll Lukas dem Trainer die Tasche abnehmen. Schau. Obwohl ich es wirklich kann, hat er mich eigentlich richtig schlecht erwischt. Also das ist sogar Richtung, das kam sogar Richtung Herz hin. Beim zweiten Szenario sind beide mit einem Messer bewaffnet. Sie verletzen sich gegenseitig. Ups. Ups. Wo ist denn jetzt die gute Möglichkeit? Wo ist jetzt das, wo ich gesagt habe, ah ja, gut, dass ich ein Messer dabei habe? Es gibt in dieser Situation keine mehr. Jetzt zeige ich euch kurz, was die wirkliche Antwort in so einer Situation ist. Die wirkliche Antwort in so einer Situation ist, ich laufe und du kommst. Gib mir deine Tasche. Oh, fuck, ja, Mann. Bitte tu mir nichts. Wie sehr willst du mich jetzt noch abstechen? Was bringt das?
Ja, wenn die Leute genau das haben wollen, gebe ich denen das. Ja, aber ich schmeiße es ihm ins Gesicht und renn weg. Ja, klar. Aber eigentlich ist, finde ich, also diese Schulung jetzt gar nicht verkehrt. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ja. Es muss jetzt aber nicht von dem Ex-Straftäter sein. Es muss einfach jemand mit Autorität machen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt von der Polizei. Oh, was habe ich verloren? Fuffi in der Tasche. Bisschen Geld. Das Rollenspiel soll den Schülerinnen und Schülern die Augen öffnen. Ich habe auch schon ein Messer mit nach draußen genommen. Aber ich wusste nicht damit, dass so ein riesen Ausmaß. Klassischer Messerstecher, oder? Mhm. Oh. Hast du das gemacht? Warum hast du ein Messer dabei? Genau aus den Gründen. Einfach nur, um mich sicherer zu fühlen. Die Botschaft am Ende des Anti-Gewalt-Trainings an die Schülerinnen und Schüler ist eindeutig. Lasst eure Messer zu Hause und geratet nie in einen Messerkampf. Wenn ein Messer in eurer Nähe gezogen wird, rennt. Das ist die einzige Verteidigung, die man hat gegen Messer. Zurück in Oberhausen. Messeropfer Yasin Güler lebt noch bei seiner Mutter. Seitdem er im April 2023 niedergestochen wurde, nimmt er jeden Tag bis zu 15 Tabletten. Hier sind die ganzen Medikamente für den Yasin, die ganzen Pflaster, Verbände, Kompressen, alles für seine Wundversorgung. Seit dem Angriff auf ihren Sohn ist sie krankgeschrieben. Sie muss sich um Yasin kümmern, um seine Verletzungen, aber auch um seine Stimmungsschwankungen. 24/7 wieder Mutti sein. Also quasi zwei Leben ruiniert, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob da davor dein Vater war oder so. Der ist vielleicht gegangen deswegen, weiß nicht, ne? Zwischendurch ist er auch so gefrustet, dass ich dann Fußabtreter würde ich jetzt nicht sagen, aber ein kleiner Punchingball, wo er mal Dampf ablassen kann. Das unbeschwerte Leben ist für ihren Sohn, aber auch für die 49-Jährige erstmal vorbei. Ich bin zwar nicht angestochen worden, aber für mich hat sich das Leben und die Einstellung auch massiv verändert. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, arbeitstechnisch, wie ich auf der Arbeit agiere, wie ich in der Gesellschaft agiere. Doch hat mit mir auch schon eine ganze Menge was gemacht. Ein Stich hat das ganze Leben der beiden völlig verändert. Trotzdem bereut Yasin nicht, dass er damals helfen wollte. Das hat etwas mit Zivilcourage zu tun, das hat aber auch etwas mit Menschsein zu tun. Man sollte niemals jemanden im Stich lassen und ich finde, ich habe alles richtig gemacht. Das finde ich gut, dass er das nochmal betont. Das stimmt, ja. Also, weißt du, du musst ja nicht unbedingt aktiv dazwischen gehen, körperlich. Erst recht nicht, wenn du unterlegen bist, aber schon allein ein Anruf, 110. Aufmerksam machen. Ja. Leute dazu holen. Und bei ihm ging es jetzt so schnell, ne? Er wollte ja nur kurz gucken, wer liegt denn da und dann ja. War auch schon wieder gestochen. Aber das ist das Gleiche wie, es gibt auch solche Videos, wo dann ein Unfall simuliert wird und die Leute fahren einfach gerade dran vorbei. Das bockt kein Mensch. Das verstehe ich. Verstehe ich nicht. In der Situation kannst du helfen. Klar, ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt vielleicht hintrauen. Ich würde auf jeden Fall mal anhalten, vielleicht absichern und Polizei holen. Also wie schwer generell, ist es? Generell, ja. Es sind so viele Leute, die bei allem vorbeigehen. Ich war auch letztens einkaufen bei DM. Bin dann über die Straße im Kinderwagen, also rote Ampel gehalten. Da war da auch so eine Frau im Rollstuhl. Die wollte nur kurz zum Rewe gehen und ist dann nicht über diese Bordsteine drüber gekommen. Dann habe ich quasi gleichzeitig einen Rollstuhl und einen Kinderwagen geschoben, weil ich kann nicht mein Kind auf der anderen Straßenseite stehen lassen. Und da waren lauter Leute und keiner hat geholfen. Ja, auch schlimm. Aber das ist mir auch schon passiert. Eine Frau ist über die Straße und ich bin dann gerade angefahren gekommen und habe halt anhalten müssen, weil die ja quasi vor mir auf der Straße war. Aber sie hat ihren Rollator nicht über den Bordstein hochbekommen. Also musste ich quasi aussteigen. Ja. Also was bleibt dir denn auch anderes übrig? Natürlich machst du das. Ja, ich hatte es auch schon, dass vor mir das Auto nicht weitergefahren ist und dann wartest du halt und dann einfach nicht weitergefahren. Dann bin ich ausgestiegen, weil du weißt ja auch nicht, was los ist. Dann war das auch so eine alte Dame vor mir, die hat den Gang nicht reingekriegt. Oh je. Und hinter mir, weil ich habe dann ausgestiegen mit Warnblinker und alle haben gehupt und ach, voll asozial einfach nur. Ja. Gut, weil es oft genug schon vorkommt, dass irgendjemand einfach so mitten auf der Straße parkt, ne? Ja, aber du brauchst dann, also einmal hupen ist doch dann gut, weißt? Ja. Kann ja sein, er hat einen Herzinfarkt oder so, ja. Mein Gott. Also wenn man sieht, dass da schon jemand aussteigt und guckt, also
Wenn ich wieder vor die Wahl gestellt werden würde, dann würde ich es wieder tun, ja. Yasin muss bald erneut operiert werden. Zum 13. Mal. Zurück am Hamburger Hauptbahnhof. Der meistbesuchte in Deutschland. Es ist mittlerweile kurz nach 20 Uhr. Polizeihauptkommissar Marc Drews ist immer noch im Einsatz. Zusammen mit einer Kollegin kontrolliert er innerhalb der Waffenverbotszone rund um den Bahnhof. Nagelschere? Ja. Okay, ich bin vorsichtig. Ja, einfach vorsichtig. Also Nadeln oder sowas habe ich gar nicht. Okay, Messer, irgendwas? Nein. Nein, okay. Haben Sie noch Drogen dabei? Nein. Nein, okay. Gerade in Bezug auf Messerangriff oder andere Waffen achten wir darauf, wo die Hände der Person sind, dass die nicht irgendwo rumwühlen. Schon nach wenigen Minuten ein Drogendeal auf offener Straße. Direkt vor den Augen der Beamten. Ja. Okay, das sah schon aus wie ein krasser Brennpunkt. Aber weißt du, sowas ist auch der Grund, warum ich niemals in Urlaub, wenn ich jetzt nach Hamburg fahren will, mit dem Zug fahren würde. Ja. Dann landest du ja am Hauptbahnhof zwangsweise, musst da mit dem Koffer irgendwo rum. Also, nee, gar kein Fall. Ja. Also generell bin ich kein Fan von Urlaub in stark bewohnten Gebieten. Also, mittlerweile bin ich da wirklich eher, ich gehe dann einsam wandern im Allgäu oder bitte. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch gerne auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wenn ihr euch für den Austausch mit anderen konservativen Personen interessiert, dann schaut gerne auf dem Angerverse Discord-Server vorbei. Und wenn euch andere konservative Kreatoren interessieren, schaut doch gerne bei Booster Bratwurst vorbei. Alle Links findet ihr in der Infobox.